Sali, mein Name ist Oli, ich bin der Polier von dieser Baustelle. Das ist mein Team unter anderem. Ich nehme euch heute mit und zeige euch ein bisschen, was meine Aufgabe und mein Alltag ist auf dieser Baustelle Römerhof. Kommt mit! Jungs, gehen wir wieder. Wir befinden uns hier gerade auf dem Römerhofplatz, mitten in Zürich. Bis Ende Jahr soll der ganze Platz hier neu gestaltet werden, mit neuen Tramhaltestellen und einer grossen Begegnungszone für die Anwohner. Und ich bin verantwortlich dafür, dass der Verkehr hier bis dann wieder flüssig laufen kann. Als Strassenbauer bauen wir ehrlich gesagt nur noch ganz selten Strassen von Grund auf neu. Meistens geht es darum, bestehende Strassen zu sanieren, oder wie hier die ganze Verkehrsführung neu zu gestalten. Als Polier ist es meine Aufgabe, das ganze Baustellenteam zu organisieren und dafür zu sorgen, dass der Baubetrieb effizient und sicher abläuft. Gerade an so viel befahrenen Orten wie hier ist das natürlich doppelt wichtig. Auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir den Verkehr während der Bauphase nicht zu fest beeinträchtigen und auf der anderen Seite sollten wir das Projekt ohne Verzögerungen abschliessen können, damit der Verkehr nachher wieder reibungslos funktioniert. Die Sicherheit ist aber nicht nur auf der Verkehrsfläche wichtig, sondern natürlich auch im Graben. Da sind wir gerade am Verputzen von einem Schacht und machen den neuen Durchlauf rein. Gerade wenn wir auf so engem Raum zusammenarbeiten, muss man nicht nur den Kopf bei der Sache haben, sondern sich auch voll und ganz auf seine Teamkollegen verlassen können. Als Polier bin ich auch für die Organisation von Material und Maschinen zuständig. Ich bin immer in Kontakt mit der Bauführung und sorge dafür, dass die Planung eingehalten werden kann. Umgekehrt bin ich aber auch die erste Ansprechperson fürs Team, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ursprünglich habe ich auch mal die Strassenbauerlehre gemacht, weiter mit dem Vorarbeiter und bin nachher an die Polierschule. Das Schöne an unserer Branche ist es eben, dass dir nach der Lehre eigentlich noch alle Möglichkeiten offen stehen. Du kannst den Vorarbeiter und die Polierschule machen, so wie ich, oder du wechselst gerade komplett ins Büro als Bauführer oder Baumeister. Mit der Berufsmatur könntest du sogar noch an die Fachhochschule und als Bauingenieur ganze Bauwerke von Grund auf planen und neu entwerfen. Das wär's gsi. Ich hoffe, du weißt jetzt ein bisschen besser, was unser Beruf ausmacht und was du für Möglichkeiten hast. Wenn du noch ein bisschen mehr über die Tätigkeiten des Strassenbau erfahren möchtest, schau doch das Video von Domenico, unserem Lehrling, oder informiere dich auf www.bauberufe.ch. Mach's gut und vielleicht bis bald. Ciao!